Und wie oft wird überall schon das heilige Messopfer so gehalten und geformt, damit ja Leute, den Leuten gefällt, vor allem die Jugend, dass sie hereinkommen. Dass da alle Augen eigentlich nur noch auf die Kapelle von denen, oder wie sie das nennen, das Auge darauf halten, aber nicht mehr auf dem Altar, wo dann der Heiland herunterkommt und in diesem Ding Fleisch und Blut annimmt. Und jeder jede Vereinigung oder Verein, wo etwas, ein Messopfer für sich haben wollen, da wird der Priester gesagt, wie sie es gerne haben möchten. Und der Priester, weil er fast keine Leute mehr hat, greift das zu und passt sich denen an. Aber das heilige Messopfer ist ja nicht für die Leute in erster Linie, sondern es ist für den Gott, den Vater, wird es aufgeopfert. Ihm muss es gefallen. Und wenn es ihm gefällt, kommen reiche Gnaden herunter und auf die Gläubigen. Und wie viele, Tausende von Priestern glauben nicht mehr an die Konsekration. Und die Leute gehen hin. Ich höre noch so sagen, es war eine schöne Messe, obwohl ich weiß, dass dieser Priester gar nicht geglaubt hat und folglich ist auch nicht geschehen, folglich konnte er den Leuten im Segen auch nichts mehr geben. Darum sind so viele krank draußen. Es gibt natürlich auch die christlichen, guten Leute, wo ihre Krankheiten als Sühne und Opferseelen tragen. Wenn ich so draußen mit Absicht manchmal in ein Straßencafé hinsetze, um ein bisschen zu beobachten, die Leute, meine Lieben, wie viele Kranke, geistig Kranke und Leere, die Herzen leer, laufen da herum. Kein Leben in sich. Dass der Heilige Geist wäre. Und wenn ihr das sehen könnt, weil ich muss es mal empfinden, die armen, armen Schutzengel, die traurig, wie traurig gehen sie hinten nach. Sie könnten dem helfen, sie wollen nicht.